Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen Heilbronn hier. Ich hoffe, Sie haben auch so ein tolles Wetter und sind gut in den Tag gestartet. Mein Name ist Oliver Donner. Ich darf Sie heute mit meinem Kollegen, dem Daniel Cenk, durch unser Webinar Berechtigungen effizient managen und maßgeschneiderten Rollen automatisch erstellen führen. Zunächst so ein paar organisatorische Hinweise. Während des Webinars sind Sie stumm geschaltet. Sie dürfen aber fleißig Fragen tippen, alles, was Ihnen in den Kopf kommt, sodass wir am Ende alle Ihre Fragen beantworten können und Sie möglichst mit viel Wissen aus diesem Webinar herausgehen. So, Daniel, was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Ja, erstmal auch herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Zuschauer. Ich habe Ihnen heute folgende Tagespunkte mitgebracht. Als erstes bekommen Sie die Einordnung der neuen Produkte, dem Authority Generator und dem Authority Audit Tool in unserem Segmento-Portfolio. Anschließend werden wir Ihnen die beiden Tools vorstellen, auch in Verbindung mit der Live-Demo. Schließlich eine Zuordnung in Verbindung mit der XAMS. Die Einordnung in unser Segmento-Produktportfolio. Sie sehen, dass unsere Segmento-Authority-Tools sich durch die SAP-Konnektoren, die HCM-Konnektoren, RFC und so weiter direkt an das ABAP-System anbinden, unter anderem auch an das IDM-System. Ja, das kennen wir ja schon ein bisschen. Ich glaube, die ein oder anderen Zuhörer haben vielleicht schon von der Segmento-Produktreihe gehört, wo wir letztendlich über den UI-Generator schöne Fury-Oberflächen machen oder über Reporting für das IDM und Monitoring für das Sub-IDM. Was hat es da jetzt da mit dem Authority, wie hast du das genannt, Generator auf sich? Der Authority Generator, Oliver, dieser ist in der Lage, Berechtigungen passend, wirklich passgenau zu erstellen, anhand von einem Trace von einem Benutzer, dass er genau das hat, was er tut, was er soll und was er nachher auch kann. Ah, deswegen sieht das Bild auch so spannend aus. Das heißt, das läuft irgendwie alles auf dem ABAP-Stack. Interpretiere ich da deine Folie richtig? Genau, es ist für den ABAP-Anwendungsserver entwickelt. Ah, okay. Habe ich verstanden. Wunderbar. Super. Eine Ausgangssituation aus unseren Kundenberechtigungsprojekten. Wir haben das Thema, Kunden müssen komplexe SAP-Berechtigungen erstellen. Aber die fachlichen Ausprägungen dafür kennen Sie häufig nicht. Sprich, das Problem ist ganz gern, dass die Organisationseinheiten schließlich doch sehr an dem Fachbereich angehaftet sind und die Entwickler hier aber diese Informationen oft nicht haben. Okay. Und hier ist eben das, es kann ganz gerne hin und her gehen. Es ist einfach ein langwieriger Prozess, der hier oft notwendig ist. Es kann längere Zeit dauern, bis so eine Rolle erstellt ist. Oliver, deshalb die Frage an dich. Du bist ja bei uns für die Berechtigungen im Unternehmen zuständig. Wie läuft das denn bei uns ab? Naja, also du hast mich ja im Vorfeld gefragt, wie das so passiert. Jetzt haben wir sehr viele SAP-Systeme im Haus und ich darf natürlich nicht für alle Kollegen sprechen. Bin ja nur das BIN-System ohne nur für einige dieser Systeme. Aber so ganz spontan habe ich einfach mal so was mitgebracht. Wir setzen bei uns im Hause Jira und Confluence ein und von Jira das Ticketsystem. Kennt vielleicht der eine oder andere von Ihnen. Und manchmal komme ich da morgens ins Büro und dann kriege ich solche Mails von unserem IT-Support, die mir dann schreiben zu sagen, hier Anfrage, Berechtigungen sind irgendwie zu erteilen. Ja, drück mal drauf. Und dann sehen wir, die nette Kollegin schreibt mir, kennen Sie vielleicht aus Ihrem Alltag, Berechtigungen wie für Berechtigungen wie D315 für D419 und 511. Ansonsten kann keine reibungslose Urlaubsvertretung stattfinden. Also so ein klassischer Fall, ja? Jemand will in Urlaub gehen und jetzt müssen irgendwelche Berechtigungen einfach weitergegeben werden. Was ich persönlich eigentlich nicht lustig finde, ja, weil ich sage, mal langsam, braucht er tatsächlich wirklich diese Berechtigung. Ich habe für unseren Case aber noch einen zweiten Fall mitgebracht, der ist eigentlich viel spektakulärer, der ist mir nämlich diese Woche passiert. Es geht Ihnen vielleicht, liebe Zuhörer, genauso wie uns. S4HANA ist so das große Schlagwort der Welt und bevor man nach S4HANA darf,
muss man die Business-Partner-Umstellung hinter sich bringen. Und das ist gerade etwas, was wir auch in einem unserer Systeme mal wieder tun. Und da hat mir der liebe Kollege geschrieben, zu sagen, hey, für die Business-Partner-Umstellung, da brauche ich jetzt die Berechtigungen XD03, XD02, XK03 und XK02. Für die Kollegen, die da nicht so ganz im Wissen sind, was es damit auf sich hat. Es geht also um die Debitorenpflege und um die Kreditorenpflege. Und da habe ich dann diese wunderbare Mail gekriegt. Und wenn ich dann drauf drücke, kam so als Hinweis, die gleichen Berechtigungen wie D512 und D487, das hatten wir gerade eben schon mal in dem letzten Mail, das ist bei uns wohl etwas beliebter, für Kunden- und Lieferantenpflege während der Zeit der Businesspartnerumstellung. Aha. Okay, also für diejenigen, die mit dem Businesspartner nicht vertraut sind, bevor sie die Businesspartnerumstellung machen, versuchen Sie, gleiche Kunden und gleiche Lieferanten zusammenzubringen. Und das tun Sie, indem Sie in dem jeweiligen anderen Objekt die Nummer hinterlegen. Ich hoffe, ich habe das so einfach hingekriegt. Jetzt gehe ich mal her, mache mal meinen üblichen Job zu sagen, für sowas haben wir natürlich gar kein Berechtigungsprofil und brauche ich auch gar nicht suchen. Und die Berechtigungen von den Kollegen D15, 12 und Co. will ich natürlich auch gar nicht abgeben, weil ich gar keine. Ja, also da steht ja viel zu viel drin, das soll der mal lieber gar nicht tun. Also ich muss mal eine manuelle Rolle pflegen. Ja, würde ich sagen, das mache ich jetzt einfach mal, oder? Dass wir das alle mal zusammen sehen. Genau, dass wir auf dem gleichen Level beginnen. So, mal gucken, wie das hier im PC funktioniert. Da mal drauf. Du hast da, glaube ich, irgendwas vorbereitet, wenn ich das so richtig sehe, oder? Ja, genau das. Gut aus? Ja, so, Rollenpflege. Also, ich lege eine neue Rolle an, wie Sie das wahrscheinlich bei sich auch tun. Nenne diese Rolle jetzt IB und nenne die dann CVI für Kunden-Vendor-Integration und dann nenne ich die Webinar, dass ich die dann später auch wieder löschen kann. So, sage dann Einzelrolle anlegen. So, mach mal das, was Sie vermutlich auch machen. Kleiner Text. Kunde, Lieferant. So, dann brauchen wir die berühmten Transaktionen. Die tippe ich hier mal schnell ein. Ja, natürlich will ich sichern. So, Transaktionen hier rein. Wir haben gesagt XD03. XD02. Habe ich jetzt alle? Ja. Transaktionen zuordnen. So, dann sichern wir die Rolle kurz. Gehen auf die Rolle Berechtigungen. Dann darf ich dem Profil einen Namen geben. Die heißen bei uns immer IB, CVI mal ES. So. Ein bisschen faul. Ich kopiere einfach den Text. Und dann mache ich Expertenmodus zur Profilgenerierung. So machen Sie das wahrscheinlich auch. Ja klar, will ich sichern. So. Ja, ist in Ordnung. Dann kam das aber nicht. Nee, das ist manchmal einfach ein bisschen, braucht seine Zeit. Braucht seine Zeit. Aber normalerweise geht es schneller, ist doch mein System. Da. So, und da waren Sie meine Probleme. Ja? Welcher Buchungskreis, welche Einkaufsorg, welche Sparte, welche Verkaufsorganisation, verflixt, das stand gar nicht da drin. So, jetzt kommt es auf den Tag drauf an, ja, wie ich drauf bin. Wenn ich ganz gut drauf bin, oder mache ich das vielleicht wie viele andere auch. Ich klicke da mal auf Stern und hoffe mal, dass ich hier durchkomme. Ja, und oh je, ich sehe nur eine grüne Ampel. Oh Gott, hier geht es weiter, noch mehr Gelb, noch mehr Gelb. So, was will denn der hier von mir?
da ist schon mal grün, Endos, bestimmte Felder, Endos, Berechtigungen. Also Sie sehen, mein Job als Berechtigungsadmin an der Stelle macht hier wirklich keinen Spaß. Ich habe keinen Schimmer, was ich hier einstellen soll, weil ich bin ja schließlich nicht der Experte für Debitor und Kreditor. Ja, also so läuft das ab. Jetzt würde ich das irgendwie versuchen, verzweifelt zu pflegen, drück auf Speichern, ja, und hoffe, dass der Kollege sich dann irgendwo nicht bei mir beschwert. Ja, soweit meine Situation an dieser Stelle. Bräuchte man noch das Bild wieder? Kommt sofort. Schieb's mal rüber. Dankeschön. So, also so meine Herausforderung. Ich habe das hier nochmal als Bild mitgebracht. Man sieht hier wunderbar alles rot und es ist echt für denjenigen, der die Berechtigung baut, eine kleine Challenge. So, kann man das nicht irgendwie einfacher machen? Natürlich kann man es einfacher machen, Oliver. Hier ist natürlich immer wichtig, Hauptsache der Mitarbeiter kann alles machen, was er soll. Ganz, ganz natürlich dann auch zu viel, wie wir gerade gesehen haben. Sternausprägungen werden gerne genommen. Ist einfach einfach und bequem. Aber natürlich können wir es auch wirklich passgenau machen. Die einfache Lösung ist, wir tracen einen Mitarbeiter, sprich, wir suchen den Mitarbeiter raus, geben ihn eine Rolle mit, also unser Mitarbeiter, um kurz von vorne anzufangen, hat Probleme, er kann gewisse Transaktionen nicht aufrufen. Wir geben Ihnen einen, zum Beispiel einen Referenz-User mit erweiterten Berechtigungen, eine Art Super-User-Light vielleicht, der sich holen kann und tracen den schließlich, dass er seine Tätigkeiten durchführen kann. Den Trace laden wir in unser neues Tool, unseren Authority Generator. Dieses Tool ist in der Lage, den Trace einzulesen, den Trace zu verstehen und je nach gewünschter Methode eine Rolle zu generieren. Und das sieht ja richtig grün aus, was du mir da gerade eingeblendet hast. Das ist ja richtig passend. Kannst du uns das auch mal live zeigen? Funktioniert das auch so wirklich live? Natürlich funktioniert das. Ich zeige es Ihnen sehr gerne. So. Dann brauchen wir einmal den User, der getraced werden soll. Ja, da kannst du am besten meinen machen. Also oder so, dann gehen wir in den Trace rein. Ja, das Slash fehlt noch an der Stelle. Hat nicht mitgenommen. 01, 01. Es ist einfach schwierig, wenn man den nicht so richtig von hier drüben sieht, aber. So, alle guten Dinge sind drei. Bekannter Bildschirm, kennen sicherlich einige von Ihnen, der Systemtrace. Nun wollen wir eine Berechtigungsprüfung. Die wählen wir aus, wählen den zu tracenden User aus. Oliver, hier hast du gesagt, du musst auf den Benutzer gehen. Genau, so, hier nehmen wir deinen User. Ja, sehr gerne. Okay, alles weitere passt. Das heißt, wir schalten den Trace an. Okay. Nun für deine Tätigkeiten durch. Okay, also dann spiele ich mal Anwender, gehe da mal hin. Auf los geht's los. Wir haben die XD03, die wir uns. Oh ja, tippen sollte ich können. Ah, er hat es trotzdem gemacht, ist ja klasse. So, dann schaue ich mir einfach mal so einen Debitor an. Habe ich schon mal vorbereitet, nehmen wir die 1008. Buchungskreis brauchen wir nicht, den wollen wir nicht haben. Schauen wir in den Debitor hier herein. Gehe in die Steuerungsdaten und dann sehe ich, hier ist die berühmte Kreditornummer, die ich an dieser Stelle eigentlich eintragen sollte. Ja. Gehe nochmal raus, wähle dann als nächstes die XD02. Ja, jetzt wollen wir mal ändern, Buchungskreis ist draußen, brauchen wir alles nicht. Ja, gehe hier auf die Steuerungsdaten, so, hier würde ich meinen Debitor eintragen. Uiuiui, finde ich heute toll. 9035, so hatte ich das, glaube ich, vorgesehen.
Warum würde er das tun? Speichere ich aber mal nicht. Machen wir das gleiche für den Kreditor noch. Dann hatten wir gesagt 70035, wenn ich mich richtig entsinne. Kein Buchungskreis, keine Einkaufsorganisation. Ein Bild sollten wir noch markieren, die Steuerung brauchen wir. Finden wir hier das andere Feld des Debitors zu pflegen. Und das Ganze wollen wir noch verändern machen, weil die Berechtigung will er ja auch noch haben. Also XK02. So, gehen wir hier nochmal drauf. Und dann tue ich hier nochmal meine 1008. Noch eine 0 und eine 8 rein. So. Nein, ich will jetzt nicht sichern, weil wir wollen, dass wir so tun. So, das wäre eigentlich das, was ich tun müsste. Bitteschön. Super, nachdem wir nun alle Informationen haben, die wir brauchen, gehen wir wieder zurück in den Trace. Und schalten den Trace für den User D01 ab. Anschließend werten wir den gespeicherten Trace aus. Dieser müsste jetzt hier mit der Voreinstellung schon sichtbar werden. Genau, hier sehen wir nun, das kennen Sie ja sicherlich auch, alle Ausführungen, die der User vorgenommen hat, inklusive der Berechtigungsobjekten, der Transaktionscodes und ob die Berechtigung erfolgreich war. Diesen Trace exportieren wir nun. Ja, nein, nicht hier, sondern... Genau, wir speichern es als lokale Datei. Wir ziehen uns den unkonvertiert raus. Geben den Speicherort an. Na, der ist auf dem anderen Monitor aufgeploppt. Speichern die uns auf dem Desktop in unserem Webinar-Ordner. Generator unter Trace. Nennen diesen wieder User D001. Trace. Speichern diese auf dem Rechner und sollte jetzt auf dem Computer sein. So. Der Trace. Er ist da. Wir sehen noch nichts, aber jetzt ist da, wie gerade eben. Alles so drin. Hast du aber den anderen genommen, ja? Jetzt habe ich den anderen genommen. Genau, wir wollen diesen hier. Danke, mein Lieber. Ja, bitteschön. Ja, wir wollen, dass wir so schon alles richtig. Genau. Hier ist der Trace, genau. Sie sehen, dass das hier so funktioniert, wie wir es Ihnen gesagt haben. Der Trace ist da und enthält alle Informationen. Nun kommt unser Tool, der Authority Generator. So, für den Überblick sehen Sie hier unser neues Werkzeug der Berechtigungsgenerierung. Hier sehen Sie ein paar Eingabeparameter, die benötigt werden, um die Rolle zu erstellen. Als erstes schnappen wir uns den Trace, der sich in unserem Webinar-Ordner Generator unter Trace befindet, D001, und laden den rein. Hier bekommen wir direkt eine kurze Übersicht über die Berechtigungsobjekte, die Ausprägungen, Org-Objekte und was der Trace enthält. Zur Methode bekommen Sie nachher noch nähere Informationen. Wir wählen jetzt die passende Methode aus. Sprich, nur bestandene Prüfungen werden zur Rolle zusammengefasst. Nochmal die Information, dass ich je nach Methode ändern kann, was in die Rolle übernommen wird. Anschließend den Rollenname, wie er nachher im ABAP-System erscheinen soll. Die IPCVI. Und dass wir den erst finden können, nennen Sie mal Test. So. Auf dem Mandanten 100, wobei sie nachher auf einen anderen Mandant importiert werden kann, das wird dann angepasst an das jeweilige System. Die Beschreibung ist Kundenlieferant. 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 Genau, diese Informationen benötigen wir schließlich vom Fachbereich. Der Benutzername des Erstellers gebe ich meinen an, sage, wo ich die Rolle gerne speichern möchte.
gehe wieder in meinen Webinar-Ordner, Generator und diesmal unter Rolle. Sie sehen, wir haben schon ein paar generiert. Hier ist diese neue, speichern diese und lassen sie uns generieren. Eine kurze Feedback-Meldung, dass die Rollendefinition erfolgreich erstellt wurde. Die Rolle befindet sich nun, wie gerade gesehen, hier, sie ist da. Diese Rolle können wir nun in unserem System importieren. Gehen wir wie gewohnt zu unserer Berechtigungsübersicht der PFCG und können hier unsere Rollen pflegen. Hier gehen wir nun auf Rolle, Upload, das heißt, wir erstellen nichts mehr manuell, wir tun die erstellte Rolle einfach hochladen. Dort ist sie, die CVI-BLS. Hatten wir gewählt, genau. Und diese ja, lassen wir zu, dass ich sie zugreifen darf. Eine grüne Ampel. Lassen Sie diese Rolle importieren und siehe da, sie wurde erfolgreich importiert. Diese Rolle schauen wir uns nun mal genauer an. Jetzt bin ich aber gespannt, ob du das besser kannst als ich, Manuel. Ja, dann lass dich mal überraschen, Oliver. Hier wirst du es sehen. Das Menü scheint auch schon da zu sein. Okay. Wir haben die Transaktionen, okay, die im Trace drin waren, die du ausgeführt hast, im Menü drin. Cool. Wir haben die Beschreibung der Rolle mit drin. Und jetzt kommt der Löwenteil dieses Tools. Ja, Berechtigung. Noch in einer gelben Ampel. Da ist aber nichts drin. Also. Ja, hier ist noch nichts drin. Das müssen wir noch selber pflegen. Also müssen wir noch selber pflegen. Das Profil wird noch nicht automatisch generiert. Okay. Das müsste theoretisch per FC-Aufrufe funktionieren. Schauen wir die Rolle aber mal genau an. Wir bearbeiten den alten Stand. Und wow, das ist ja alles grün. Cool. Genau. Da siehst du den riesen Vorteil. Es ist alles ausgeprägt, alles, was aus dem Trace kommt. Okay, dann gehen wir auf die Kontengruppenberechtigung. Das würde ich gerne noch mal genau sehen. Was hast du denn da reingeschrieben? Stark. Ja, also wäre ich nie drauf gekommen, jetzt die Kontengruppe auf Debit einzuschränken, hätte ich jede Wette einen Stern reingesetzt, weil habe ich ja gar keine Ahnung, was der Anwender an dieser Stelle haben will. Ja, also stark. Und die Rolle funktioniert jetzt? Diese Rolle funktioniert. Das können wir gerne weiter testen. Sie ist jetzt im System drin. So. Glaub, du solltest noch generieren, bevor du... Oh, das ist Profil. Da sollten wir tun. Bevor du da weitermachst. So, CVI unterstrich BS, genau. Damit ich die auch nachher wieder löschen kann aus meinem System. Genau, dass die irgendwie in Nirvana verschwindet. Ah, gibt schon. Okay, dann mach halt eine 1 hinten. Korrekt. Dran. Ah, geht nicht. Ja, du hast hinten eine Leerstelle. Du musst die erstmal raus. Ah. Problem erkannt, Problem gebannt. So. Eine Runde neues Glück und sieh da, es funktioniert. Wunderbar. Okay. Kommen User und zuweisen und ausprobieren, oder? Genau, dann gehen wir unsere Userverwaltung in die SU01. Haben hier unseren User für diese Demo. Okay. Bearbeiten diesen. Gehen auf seine Rollenzuordnung. Wir sehen, er hat noch keine Rolle. Suchen diese Rolle nun, die wir gerade erstellt haben und ins System eingeladen. IB-CVI hast du, glaube ich, verwendet, wenn ich mich richtig erzähle. Nee, du. CVI. So, man soll auch schauen, was man schreibt. Nehmen wir mal einen Stern, dann werden wir den bestimmt schon finden. Da haben wir sie doch, der Kundenlieferant. Genau, die hatten wir genommen. Die Rolle ist drin. Sichern. Lassen wir sie mal so stehen. Speichern den User. So dann, gib mir mal ein Anmeldebild, bitte. Genau, und dann kannst du deinen frischen User testen. Ob du das will ich auch so sehen, ob das wirklich funktioniert. Dann melde dich mal mit deinem Test-User an. Lass mich mal gucken. Also, wir haben den Mandant 100, wenn ich mich richtig entsinne. So, dann hast du, heißt der X. Unterstrich CVI Test, war das richtig? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt, den du da verwendet hast? Passwort? Nee, habe ich mir nicht richtig gemerkt. So, müssen wir nochmal gucken. Das Fenster ist noch offen, genau, dann schaust du mal kurz in der 01 nach.
Einstieg, CVI-Test, habe ich den nicht so genannt, nochmal zurück, Menü zu Einstieg. Füllen Sie alle Missfelder aus, war ich zu unfähig, das Passwort einzugeben. Benutzerkonto ist nicht mehr gültig. Ja, das kann natürlich passieren. Dann gib mir erstmal mein Konto wieder gültig. Ja, also. Dann gehen wir wieder zurück in unsere Benutzerpflege, schauen uns den User mal genau an. Berechtigungen scheinen ja ganz gut zu funktionieren. Log-on-Daten. Ist da erst abgelaufen. Ja, das ist natürlich Glück. Ja. Da kann ich dann natürlich nichts tun, da wenn mir den User da einfach. Kannst du lang probieren. Ja, da kann ich das ist korrekt. Ja, das ist ja wirklich lustig. Komm, so, mach mal die 18 rein oder 20 und lass uns das nochmal probieren. Und so. Neue Runde, neues Glück, Oliver. Ja, ja, aber gib mir mal mein Anmeldebildschirm. Du hast den PC da besser im Glück als ich. Ja. So, also zweiter Versuch. Mal gucken, ob ich das wirklich kann. Klappt schon nicht. Ah, wunderbar. Okay, also mit dem Menü hapert es noch ein bisschen. Ich sehe noch keine Texte. Da scheint die Sprachübersetzung noch nicht ganz zu klappen. Aber ich tippe mal da drauf. Wo lande ich denn hier? Ah, ich lande in der Debitorenanzeige. Das ist schon mal gut. Dann gebe ich hier mal die 1008 ein. Ja. Wow, cool. Stark. Ändern darf ich jetzt auch. Wow. So. Super. Oliver, du kannst alles tun, was du vorher getan hast, nur mit dem großen Vorteil, du musst nicht tagelang warten, bis du deine Rolle hast, sondern du hast sie schnell, weil sie einfach schnell generiert ist. Ich würde mal, jetzt machen wir mal noch den Fehlertest, ja? Weil dass es funktioniert, ist das eine. Die Frage ist, ob ich wirklich nur das darf, was ich tun darf, tun sollte. Sofern das System jetzt irgendwann fertig kompiliert hat und wir dann entsprechend die Antwort zurückkriegen. Er denkt noch ein bisschen. Habt ihr das System frisch durchgestartet? Ich habe nichts geändert. Okay, Geschäftspartner wurde nicht geändert. Okay. Mal schauen, was dahinter dran ist. So, also nochmal hier auf die 001 hier rein. Was ist die Prüfung? Keine Berechtigung. Passt an der Stelle. Also das System tut, was es soll. Ja, ich darf an dieser Stelle halt genau diese Sachen machen, was ich nicht tun konnte. Cool. Finde ich klasse. Wunderbar. Dann lass uns nochmal zurückkommen zu unseren Folien. Genau, machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Dass Sie wieder etwas sehen, einen Moment. Genau, wie Sie gerade gesehen haben, vom Trace zur Rolle in wenigen Klicks. Zur sauber ausgeprägten Rolle. Das Tool nochmal ganz kurz im Überblick. Was kann es? Wir haben jetzt hier die passende Methode gewählt. Das Tool kann Stand heute Berechtigung neu erstellen, eine neue Berechtigung generieren. Oder aber ich erweitere eine bestehende Berechtigung. Das heißt, ich nehme eine bereits bestehende Rolle und erweitere die um Berechtigungsprüfungen, die fehlgeschlagen sind oder bestanden waren und habe so hier verschiedene Möglichkeiten der Generierung. Die Art der Prüfung erfolgt auf erfolgreiche Prüfungen, auf fehlgeschlagene Prüfungen oder aber alle Prüfungen, die im Trace vorhanden sind. Okay, cool. Das heißt, ich kann auch die Rolle erweitern, wenn ich quasi feststelle, demjenigen fehlt noch eine Berechtigung und ich will ein vorhandenes Profil erweitern, kann ich das auch? Korrekt, genau. Du nimmst eine Rolle, die du hast, die dir nicht ausreicht, teilst dem Bediener des Tools mit, welche Rolle das ist, okay. Lädst sie in das Tool rein und lässt den Trace mit rein. Hier wird dann verglichen, welche Berechtigungen alle schon drin sind, welche aber nicht. Und er wird praktisch nur, die Rolle wird nur ergänzt durch diese Berechtigungen, die noch nicht drin sind in der Rolle. Und dann kann ich quasi sagen, nimm nur die, die fehlgeschlagen sind, oder nimm nur die, die erfolgreich waren, oder nimm alle, oder das kann ich dann auch noch in der Kombination auswählen. Dies kannst du in unserer nächsten Version konkret auswählen. Cool. Stand jetzt, diese Punkte, die hier aufgeführt sind, wir werden hier trennen zwischen neu und erweitern und der Art der Prüfung.
Gut, jetzt liegt das Tool bei dir da in der Forschungsabteilung rum. Wann darf ich denn damit arbeiten? Mit dem Tool kannst du ab dem 1. August arbeiten. Okay. Du kannst bald damit loslegen. Finden kannst du es auf unserem Portal, auf dem portal.ibsolution.de. Okay, das kenne ich, weil da kann ich ja auch für mein IDM die Generatoren für Fury und so weiter runterlaufen. Das ist mir bekannt. Okay, das heißt, da habe ich auch schon einen User. Wenn Sie, liebe Zuhörer, keinen User haben, einfach registrieren, kommen Sie da drauf. Und wie der Kollege sagt, ab 1. August können Sie diesen Service dann nutzen. Was kostet mich denn der Service? Dieser Service wird am Anfang erstmal nichts kosten. Das hört sich cool an. Nichts kosten ist immer super. Ja, warum kostet denn nichts? Weil was nichts kostet, ist ja bekanntermaßen auch nichts wert. Das hast du ja gerade gesehen. Das stimmt in diesem Fall nicht. Dieses Tool ist sehr viel wert. Es ist ein Mehrwert. Wir beschleunigen unsere Prozesse massiv. Wir sind aber aktiv noch in der Entwicklung. Zwar unsere Kernfunktionen sind alle voll funktional. Wir würden aber gerne in Verbindung mit Ihnen, liebe Kunden, hier gegebenenfalls weiterentwickeln, um auf Ihre Wünsche unser Tool abstimmen zu können, dass wir genau Ihre Vorgehensweise bei uns abbilden können. Jetzt habe ich das verstanden. Das macht man dann da irgendwie über das Portal. Und wenn ich da jetzt aber Ideengeber und Pilotkunde werden will, was mache ich dann am besten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail, rufen uns an, teilen uns mit, wie Sie oder ob Sie gerne mit uns zusammenarbeiten würden und die Entwicklung des Tools aktiv voranbringen wollen. Cool, hört sich gut an. Werde ich tun. Ja. Wunderbar. Wir haben noch was Zweites im Petto, habe ich verstanden, richtig? Genau. Ausgangssituation für ein neues Szenario. Wir haben das Thema, dass Kunden wissen, dass sie historische Berechtigungsrollen verwenden. Das heißt Rollen, die schon seit langer Zeit gebaut wurden. Aber es ist nicht mehr so klar, welche Rollen die historischen sind, die gegebenenfalls unscharf ausgeprägt sind und wer diese Rollen überhaupt besitzt. Stimmt, das kenne ich. Also das kenne ich aus der Diskussion mit vielen Kunden, die mir sagen, ich würde ja gern mit dem Thema Berechtigungsrollen aufräumen anfangen, aber ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Und sagen Sie mir doch einfach mal, welches meine kritischen Rollen sind, mit denen ich loslegen will. Also die Frage kenne ich, ich kenne nur die Antwort nicht auf diese Frage. Diese Antwort wird bald kommen, Oliver. Wir haben aber noch folgendes Thema, dass wir wissen oder Sie, liebe Kunden, dass Sie wissen, dass Sie sehr umfangreiche Berechtigungen vergeben haben. Und Sie würden diese aber gerne jetzt eindämmen und anpassen, dass Sie nicht überberechtigt sind. Aber es ist schließlich schwierig und Sie wissen nicht genau, wo Sie anfangen sollen. Oliver, da kannst du uns sicherlich auch sagen, dass dieses Thema gerne hochkommt. Ja, kann ich dir bestätigen, erzählen mir die Kunden auch immer. So ist mein Standpunkt auch. Dafür gibt es aber folgende Lösung. Zur Analyse der Rollen Ihrer User auf Stellenbasis. Hier sehen Sie den Überblick mit der SAP Analytics Cloud dargestellt. Wir extrahieren mit unserem Tool Daten aus Ihrem System. Sie geben die RFC-Verbindung an, dieses Tool extrahiert HCM-Daten, die also sprich Organisationseinheiten, Stellen, Buchungskreise und dann schließlich die Systemdaten, also den System-User mit seinen Berechtigungen. Hier wird eine ganze Bandbreite an Daten extrahiert, die notwendig sind, um solche Überblicke zu erstellen. Nun sehen Sie auf der linken Seite die Anzahl der User auf dem System, die gesamte Rollenanzahl auf dem System und schließlich oben in der Mitte aufgelistet nacheinander die Rollen. Ich mag keine Folien. Kannst du das nicht live zeigen? Das können wir sehr gerne tun. Kein Problem. Dann gehen wir hier gerade kurz raus, öffnen unsere SAP Analytics Cloud und hier sehen Sie das Ganze nun live. Okay. Jetzt lass mich da mal wieder ran. Also ich habe das jetzt richtig verstanden. Wir haben jetzt hier aus diesem Case 367 User, richtig? Genau. Und wir haben da drin 46 Berechtigungsrollen. Habe ich das richtig verstanden? Jawohl. Okay, was hat es denn mit diesen komischen Nummern da auf sich? Die verstehe ich nicht. Diese Nummern sind die Stellen. Die Stellen, die es auf diesem System gibt. Ah, okay. Und da könnte ich mir dann auch die Texte einblenden lassen, dass ich da ein bisschen besser das verstehe? Natürlich, die Texte müssen praktisch nur aus dem System mit extrahiert worden.
Hier sind es jetzt die technischen Bezeichnungen im System. Dürfte aber auch kein Problem sein, dass wir das mit anzeigen lassen. Okay, dann lass uns mal verstehen, was ich hier sehe. Also wir haben jetzt die Stelle 577. Da gibt es 172 Rollen, sehe ich das richtig? Und wir haben hier 15 Mal die Rolle ID Basic All drin. Okay. Und wir haben 14 Mal die Rolle Sub BC Employee drin. Verstehe ich. Also alle Mitarbeiter, die auf dieser Stelle sind, haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wow, 12 Rollen haben sie. Und, stimmt nicht. Zwei Leute haben 15 Rollen und der Rest hat 14 Rollen. Spannend, coole Sache. Und da kann ich jetzt quasi mich drin bewegen, oder was hat der Slider jetzt zu bedeuten? Genau, je nachdem, wie viele Stellen es gibt, neue Stellen. Nach der Unternehmensgröße kannst du hier auswählen, cool, welche du sehen willst. So. Naja, das ist ganz nett, ist aber ein ganz schön heftiger Überblick. Was hat es denn da oben mit auf sich, ja, wenn ich hier sehe, guck mal, Third-Party-ETN, das kenne ich, ja, das ist unser Erfassungstool. Das müssten dann irgendwie unsere Third-Party-Kollegen sein. Was passiert denn, wenn ich da drauf drücke? Wow, cool. Okay, also, das heißt, in meiner Stelle 577 habe ich 14 Leute, 14, die diese Berechtigung haben. Wir hatten die noch, die Stelle 578 hat die noch und die 580 hat die noch. Stark, cool. Ja, so. Da unten gibt es auch noch so einen Bereichsfilter, was kann ich denn damit tun? Hier kannst du auch den Zeitbereich einstellen, den cool, du gerne anzeigen lassen würdest. Mal, dann gehen wir mal, machen wir mal 2018. Ja, was passiert denn, wenn ich 2018? Es ist halt natürlich toll, dass du das sehen kannst, wenn du vielleicht schon begonnen hast aufzuräumen, wie es sich verändert hat über die Zeit. Ah, guck mal, aktive User haben jetzt nur noch 49, ja? Und die haben nur noch 19 Rollen. Mhm. Interessant. Okay. Das ist ja spannend. So. Coole Sache, ja? Schön zu sehen ist auf jeden Fall hier diese... Da kann ich dann auch wieder hier draufklicken und sehe, wer das hat. Die Rolle hat jetzt hier niemand mehr. Die Homogenität, Oliver, zwischen den Rollen, dass du jetzt siehst, diese... 7, dass die auf der Stelle 5, 7, 6 überall gleich sind, zeigt schon mal, dass hier doch die User die gleichen Rollen haben, dass wir uns hier sauber bewegen. Also okay, ich gehe nochmal auf den Datumsfilter zurück. Das fand ich jetzt doch sehr spannend. Ich gehe nochmal in das Jahr 2013. Ich glaube, das finde ich auch ganz witzig. Wo stehen wir denn da? 214 User, 46 Rollen. Okay. Und dann würde ich jetzt aber hier mal gerne einschränken. Auf was wollen wir denn einschränken? Ah, wir nehmen den 576, das ist ja gut. Den können wir nehmen. Okay. So, also der 576, diese Stelle, da haben wir auch wieder 15 Rollen da drauf auf dieser Stelle. Okay. Spannend. Und wir haben hier zwei separate, was ist das? Ah, guck mal an, das sind meine zwei Third-Party-Rollen. Ja, das sehe ich also, ich habe 15 Mal diese Rolle vergeben und zwei haben genau diese Rolle. So, und was zeigt mir jetzt das Bild hier unten nochmal, diese Cluster-Analyse hier? Hier kannst du mal einen von den Kreisen auswählen und da siehst du eben... Ah ja, das ist die Payslip, also da geht es irgendwie um Gehaltsgeschichten. Und dann sehe ich, ich habe hier zwei User, das sind ja meine zwei Third-Party-User. Das ist ja spannend, okay. Und hier sehe ich quasi die passenden User da dazu, die diese Berechtigungen haben. Genau, du kannst mal auf so einen Balken draufgehen, dann kriegst du genau Informationen. Dann siehst du deinen User. Und der hat quasi die Rollen der User. Genau. Okay. Das ist cool. So, kann ich dann jetzt hier, könnte ich hier eigentlich weiterfiltern so irgendwie? Es gibt einen Explorer-Modus, mit dem kannst du dann die Daten nochmal speziell angucken. Ist aber jetzt gerade hier in der Demo noch nicht aktiviert. Okay. Du redest jetzt von Demo. Wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Das sieht ja auf den ersten Blick ganz cool aus. Ich hätte da jetzt ganz viele Ideen, wie man da weiterbauen kann. Gibt es da noch mehr von den Sachen oder wie ist denn da so deine Plan? Die Analytics Cloud ist hier sehr, sehr mächtig. Wir haben Möglichkeiten, diverse Diagramme, Clusteranalysen und Co. zu erstellen. Ich kann meine Datenquellen frei auswählen, die ich haben will. Ich kann mich durchklicken. Ja, das verstehe ich ja schon, das ist okay. Aber hast du noch mehr von diesen tollen Bildern hier für mich? Oder wie kann ich jetzt als Kunde mit diesem Thema jetzt umgehen? Was ist die Message, die du mir da jetzt mitgeben möchtest als Anwender?
Die Message ist, dass du auf einen Blick siehst, auf deine Basis der Stellen, wie hier eben die Rollen und die User-Zuordnung sind. Das heißt, es ist praktisch die Analyse. Okay. Der erste Weg, den du gehst für dein Berechtigungsprojekt, du schaust dir erstmal an, wie ist eigentlich mein aktueller Stand? Wo stehe ich gerade? Sehe ich schon, wo es eventuelle Unstimmigkeiten geben könnte? Okay, jetzt verstehe ich, was du mir sagen willst. Ich nutze dieses Tool und kriege dabei heraus, auf welcher Stelle ich quasi ein Problem habe und die ich dann entsprechend angeben muss. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Genau, mit diesem Tool analysierst du nur. Anschließend kannst du ein anderes Tool nehmen, auf Basis der Traces die Rolle erstellen. Cool, habe ich verstanden. Macht für mich Sinn an der Stelle. Ja, dann lass uns mal zu den Folien zurückkommen. Genau, wieder zurück. So, das haben Sie gerade gesehen. Clusteranalyse und die Rollenzuordnung. Also das ist jetzt quasi, ich suche mir jetzt für eine Stelle, dass ich das nochmal richtig verstanden habe, weil das ging irgendwie gerade eben vielleicht doch ein bisschen schnell. Also ich sehe jetzt hier, für diese eine Stelle habe ich im Prinzip diese Ausreißer hier, diese kleinen, und die haben andere Berechtigungen wie der Rest der Gruppe. Richtig? Habe ich genau, das richtig interpretiert? Kriegst du auf einen Blick die Übersicht und siehst, zwei Punkte passen eigentlich. So, und wenn ich jetzt Berechtigungsverantwortlicher bin, dann muss ich mir jetzt die Frage stellen, warum haben diese zwei andere Berechtigungen als die restlichen 15? Und diese Aufgabe müsste ich jetzt in meinem Berechtigungsdesign quasi lösen, richtig? Genau, du schaust dir die Ausreißer an. Okay, habe ich verstanden. Cool. Hört sich spannend an. Also das ist was, da würde ich gern weiter mitarbeiten. Das klingt sehr, sehr attraktiv. Ja? Genau, das sind wir auch aktuell noch am Entwickeln geeigneter Datenmodelle und Übersichten, dass wir hier einfach wirklich ein vollumfängliches Projekt anbieten können. Okay, und was sagt mir jetzt diese Folie nochmal? Hier ist nochmal dargestellt, wo dieses Tool, unser Authority Audit, ansetzt. Wir haben unsere Systeme, wir haben unser HCM-System, wir haben die Systeme, wo unsere System-User vorhanden sind, ihre Rollen, ihre Berechtigungen. Diese Daten extrahiert unser Tool und speichert die ab. Okay. Das ist im ersten Schritt alles, was unser Tool erstmal tut. Es exportiert die richtigen Daten an den richtigen Ort. Anschließend, dann kann ausgewertet werden. In diesem Fall jetzt haben wir die SAP Analytics Cloud verwendet, jedoch kann auch eine weitere beliebige BI-Lösung hier verwendet werden, wobei sich die SAP Analytics Cloud anbietet aufgrund des großen Umfangs. Okay, das heißt also für mich als Anwender, ich nehme das Tool, ich lade mir die Daten raus, ja, dann hoffe ich mal, dass ihr mir da Unterstützung bietet oder Templates bietet und dann kann ich in meiner SAC diese Daten quasi analysieren und für mich so einen ersten Blick haben, wo stehe ich denn mit meinen Berechtigungen. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, wir unterstützen bei dem Export der geeigneten Daten und entwickeln Templates, auf deren Basis Sie dann schließlich Ihre Rollen, Ihre User, Ihre HCM-Daten analysieren können. Cool, wirklich gut. So, wenn ich das jetzt nutzen will, als Kunde, unsere Zuhörer jetzt nutzen wollen, was können die, wie können die da mitarbeiten? Oder ist das noch so hot and neu, dass man noch gar nicht damit arbeiten darf, kann, soll? Oliver, wir nehmen jetzt an, du bist mein Kunde. Wie du gesehen hast, kannst du schon Auswertungen machen. Habe ich gesehen. Hat mir gefallen. Du siehst wirklich auf einen kleinen Blick, was du tun kannst. Von dem her, wenn du jetzt mit mir ein Projekt machen wolltest, dann wie bei unserem vorherigen Produkt, schreibst du uns an, rufst du uns an, machst einen Termin aus, wir können Workshops planen, wir können mit Ihnen besprechen oder mit dir in dem Fall, Oliver, wie wir das durchgehen wollen und können wieder, wie vorher auch, deine Ideen nehmen und uns hier erweitern und zusammen in Kooperative uns weiterentwickeln. Cool, hört sich gut an. Ah, guter Punkt, ja. Wenn ich bei meinen Kunden draußen bin, dann haben die meisten Kunden ja XAMPP im Einsatz. Ja? Sehr beliebt, sehr erfolgreich, cooles Tool zum Redesign. Wie passen denn die Tools da in diese Kette? Ja? Ist das jetzt der Wettbewerb zu XAMPP oder löst das jetzt ab? Oder wie funktioniert denn da die Geschichte? Wir stehen hier in keinem Wettbewerb. Wir ergänzen uns. Okay. Wir analysieren in unserem Tool nur auf Stellenebene und Berechtigungsebene. Oliver zu der XAMS, da ist ein vollumfängliches Tool. Hier kann ein komplettes Redesign vorgenommen werden. Innerhalb
der ABAP-Umgebung. Ah, okay. Das heißt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich nehme das Audit, suche mir dann meinen Bereich und nehme dann das XAMPP und mache dann das komplette Regelfall? Kannst du tun, du kannst in unserem Tool analysieren. Das ergänzt sich hier. Perfekt. Okay. Und du kannst dann auch natürlich unseren Generator nehmen und deine Traces generieren zu rollen. Also alles, was ich beim XAMPP herausfinde, was ich an neuen Berechtigungen vergeben muss, kann ich auch elektronisch mir dann einfach reinpusten, ohne nachzudenken, irgendwas zu machen. Wenn deine Traces in Ordnung sind, kannst du das tun. Klar, XAMPP ist doch ein cooles Tool, da ist alles in Ordnung. Ja? Da ist alles in Ordnung. Cool, aber das heißt, ich kann quasi von oben nach unten, mit Audit analysiere ich, mit XAMPP mache ich mein Redesign und der Generator, der kann meine Faulheit unterstützen, dass ich die Sachen einfach fertig reingeblasen kriege und nicht denken muss. Hört sich für mich für eine echt coole Suite an. Ist es auch. Völlig klar. So. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unseres Webinars schon angekommen und es gilt jetzt Fragen zu machen. So, Daniel, bin ich mal gespannt, haben wir denn Fragen? Wir müssen noch umschalten, höre ich die Kollegen, dass wir die Fragen überhaupt sehen. Die Technik macht so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Mal schauen, was wir jetzt als Text bekommen. Kannst du mal vorlesen, Daniel? Dann haben wir es ein bisschen einfacher. Die Frage eines Zuhörers. Ich vermute, die meisten Firmen haben einen Stand der Berechtigungsrollen, der auch aktuell überarbeitet werden sollte. Passiert das vor einer Migration, während der Migration oder wird sich in S4HANA so viel ändern, dass eine vollständige Überarbeitung losgelöst von dem bisherigen Konzept unerlässlich ist? Okay, das ist natürlich eine super tolle Frage. S4HANA in jedem Munde, wann muss ich mein Berechtigungsredesign machen? Mache ich es am Anfang, mache ich es danach? Ja, es ist so, dass Sie an den Berechtigungen arbeiten müssen. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, was Sie alles an Oberflächen, was Sie an Fury nutzen, was Sie an Inhalten in dem Moment nutzen. Von daher müssen Sie während Ihres Projektes auf jeden Fall das Thema Migration der Berechtigungen mit berücksichtigen. Sie müssen sich die Dinge anschauen. Aus unserer Sicht ist der Generator dort ein sehr, sehr cooles Tool, wo Sie in der Lage sind, Ihre Berechtigungen zu erweitern um die fehlenden Fury-Berechtigungen, weil das können Sie über die Traces dann sehr schön und sehr einfach managen. Ob Sie vorher Ihre Berechtigungen aufräumen, hängt natürlich auf den Zustand Ihrer Berechtigungen raus. Jetzt rein für die Migration ist das nicht notwendig. Da können Sie das während der Migration machen. Wenn Sie heute schon Defizite haben, kann ich Ihnen empfehlen, nutzen Sie das Audit-Tool oder machen Sie mit meinem Kollegen das Audit-Tool, um zu erkennen, wo Ihre Probleme sind. Nutzen Sie XAMPP, um Ihre Sachen zu verbessern oder nutzen Sie den Generator, um entsprechend Ihre Profile anzupassen. Weitere Fragen? So, funktioniert der Authority Generator auch für SAP-BW-Systeme, insbesondere mit Hinblick auf die Analyseberechtigung? Na, deine Frage. Diese Frage ist naheliegend gewesen. Wir haben auf unserem BW-System auch getraced und Rollen erstellt. Wir können hier auch die Reports mit aufnehmen. Diese Reports jedoch bisher noch, oder schreiben wir noch nicht ins Menü. Hier sind wir gerade noch an einer Entwicklung der Lösung, aber Sie können bisher auf einem beliebigen ABAP-System den Trace durchführen und dafür Berechtigungen entwickeln. Ja, was heißt das jetzt nochmal? Das muss ich nochmal genauer verstehen. Es funktioniert oder es funktioniert nicht oder es funktioniert halb? Oder? Es funktioniert halb. Ich kann die Berechtigung erstellen. Hast du ja meinen Menübaum, also in dem Benutzermenü, noch nicht dargestellt. Ah, okay, habe ich verstanden. Also die Berechtigungen funktionieren, es fehlen nur im Menübaum die einzelnen Berichte, wenn ich die haben wollte. Genau, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Ah, wunderbar. Also, funktioniert, nur der Menübaum würde nicht aufgebaut werden.
nächste Frage. Sie gehen mit zu viel auf den Ist-Zustand, Sie gehen mir zu viel auf den Ist-Zustand ein, ohne zu wissen, ob die zu vielen Berechtigungen in den Rollen sind. Wird das nichts? Wo ist der Soll-Ansatz? Also, wenn wir die Fragestellung haben, zu sagen, ich schaue auf mein bestehendes System und ich weiß heute oder ich glaube heute zu wissen, dass meine Berechtigungsrollen zu viele Berechtigungen beinhalten. Ja, dann ist das eine Aufgabe, die heute das Gesamttool extrem gut löst, indem ich dort die Sachen mittracen kann und mir die Sachen mit anschauen kann, Dinge zu lösen. Ich kann natürlich hergehen und kann diesen Trace, einen Langzeit-Trace laufen lassen oder einen einfachen Trace laufen lassen, über mehrere Benutzer zusammen und kann das auch in den Generator packen und kann dann entsprechend in der SAP-Verfahrensweise hergehen, dass ich die Rolle den Mitarbeitern zuordne und die andere Rolle entsprechend als Referenz-User dran lasse, um dann mitzutracen, wie die Sachen sich verändern. Und dann komme ich entsprechend genau in Ihre Fragestellung rein, dass ich die Rollen verbessern kann, dass ich in der Lage bin, meine Rolle kontinuierlich abzuspecken in diesem Moment. Was ist übrigens auch ein ganz toller Punkt ist, wenn Sie neue Berechtigungen entwickeln, also für ein neues SAP-Modul als Beispiel, dann fängt man häufig an, dass man eine einfache Rolle einmal baut, die im Testsystem mitlaufen lässt, die mitdreht und dann für das Q-System die abgespeckte Rolle den Kollegen, die dann tatsächlich testen, an die Hand gibt, um quasi die Berechtigungen an der Stelle immer besser zu machen. Aber so ein richtiges Redesign-Tool empfehlen wir immer das Gesamttool. Machen wir gerne auch mit Ihnen ein Projekt, wenn Sie dort entsprechend Unterstützung brauchen. So, herzlichen Dank für die vielen Fragen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns auf viel Feedback, weil ich habe verstanden, du willst an dieser Stelle weitere Kunden haben und weitere Erfahrungen sammeln, richtig? Genau, hier wollen wir auf jeden Fall weiter vorankommen, um viele liebe Kunden hier zu unterstützen. Dankeschön. Dankeschön.